Olaf und Günther sitzen gemeinsam im Park auf einer Bank. Sie genießen ihr Sein und das schöne Wetter. Die beiden hören den Jugendlichen im Park beim Quatschen zu. Olaf und Günther lästern über die Jugendlichen, wie sie aussehen und sich flegelhaft benehmen. Günther und Olaf betreten ein orientalisches Speiserestaurant. Sie nehmen Platz und bestellen die Spezialität des Hauses. Nen Döner. Die Jugendlichen kommen hinzu, setzen sich an den Nachbartisch und unterhalten sich über Trickfilme aus Japan. Solche Filme sind eine totale Verblödung, beschwerte sich Günther. Die Jugendlichen hörten das und sagten: Ja, komm doch einfach mit in den Jugendclub, da werdet ihr sehen, wie cool die sind. So, das ist der Jugendclub, setzt euch hin. Boah, ganz schön laute Musik hier, das quillt ja mein Trommelfell. Mensch, Günther, das sind doch noch Kinder. Der Film beginnt gleich, kommt ihr? Okay. Eigentlich war das ganz gut. Hast recht, Olaf. Komm, wir gehen nach Hause. Günther, Mensch, das war toll. Finde ich auch. Wir sollten öfters mal unter junge Leute gehen. Vielleicht können wir uns ja so einen Film von ihnen ausleihen. Mensch, Günther, ich hätte ja nicht gedacht, dass du noch auf deine alten Tage so tolerant wirst. Schlaf schön. Du auch.